Mato Homola hofft auf Verbesserungen an seinem Peugeot 308 TCR, um näher an die Top 10 des von OSCARO präsentierten Fiat-Tourenwagen-Weltcups zu gelangen. Punkt. 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 Der Slowake erlebte am Hungaroring, der nur 200 Kilometer von seiner Heimat in Bratislava liegt, ein schwieriges Wochenende. Punkt. 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 Im ersten und dritten Rennen kam er nur auf Rang 20 ins Ziel, es war zwar sehr schwierig, aber auch eine kleine Erleichterung, so Homola. Punkt. 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 Uns fehlen pro Runde dennoch rund 2 Sekunden. Punkt. 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 Ich glaube, dass wir uns verbessern können, wenn wir alle Daten auswerten. Eins ist klar, das Auto ist noch in der Entwicklung. Punkt. 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 Wir hoffen, dass DG Sport Competition und Peugeot Sport das Fahrzeug noch weiter optimieren werden. Im zweiten Rennen musste Homola sein Boliden frühzeitig abstellen, da die Lenkung bei einem Feindkontakt beschädigt worden war. Punkt. 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 Sein DG Sport Competition Teamkollege Aurelien Kongt holte mit Platz 13 sein bestes Resultat im dritten Rennen. Punkt. 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 Punkt.